Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass du einschaltest zu einem neuen Lotus-Video hier auf dem Kanal. Und zwar habe ich mir mal einen kleinen, ich habe mal so ein bisschen geforscht, mal ein bisschen so geguckt und mal ein bisschen mich mal so informiert und so weiter und so fort. Und habe mal so ein bisschen recherchiert. Dementsprechend, was soll ich sagen, möchte ich hier gerne mal in so einer kleinen Reihe mal zusammenfassen, welche denn die 5 bestbewertesten Karten hier auf Steam sind, im Steam Workshop. Dementsprechend kann man das ja Ganze extremst gut filtern, welche Karten die meisten Likes bekommen hat, die meisten Aufrufe, keine Ahnung. Das kannst du ja dementsprechend halt alles so sortieren lassen. Und dementsprechend möchte ich hier mit euch mal zusammen, wie gesagt, halt mal die Top 5 Karten, die es aktuell für den Lotus-Simulator gibt, uns dementsprechend mal angucken, die natürlich die bestbewertesten sind. Und von daher, hätte ich natürlich auch 10, 15 nehmen können, aber ich denke mir mal so, die Top 5, die sollten reichen, um euch einfach mal zu zeigen, welche Karten sind dann eigentlich so in, oder welche sind halt die bestbewertesten Karten. Und von daher fangen wir mit der ersten Karte an, und das ist tatsächlich eine Karte, Leute, Wahnsinn, die ist schon, ich würde ungelogen sagen, fast 1,5 Jahre alt. Also die ist halt wirklich schon mega, mega alt. Das ist die Karte von Florian mit dem Namen Rüblidorf in der Version 0.2. Und die Karte ist tatsächlich auf Platz 5 gelandet. Und die werden wir mal jetzt hier einfach mal abfahren. Dann werden wir mal so ein bisschen gucken, was jetzt hier so geht oder was eher nicht geht. Und wahrscheinlich einfach mal den Stand uns angucken, wie er eigentlich so vor 1,5 Jahren mal ausgesehen hat. Dementsprechend, wenn wir hier keine KI-Fahrzeuge haben oder sonstiges, keine Signale oder sonst, ich weiß es nicht. Wir lassen uns überraschen. Wir gehen halt in eine Zeitreise zurück und schauen mal, wie gesagt, wie es vor 1,5 Jahren hier ausgesehen hat im Lotus-Simulator. Dementsprechend rüsten wir mal unser Gefährt hier auf und schauen mal, was uns hier erwartet. Kann nur gut werden. Wir haben nicht mal Oberleitung. Ich hoffe, das schadet mir jetzt nicht, dass ich jetzt hier... Jetzt muss ich echt nur in den Einstellungen reingehen. Und das wäre natürlich jetzt gar nicht so geil. Innenbeleuchtung. Genau. Hier habe ich jetzt einfach mal Ziel genommen. 999. Das ist ja noch Microhazard-TV. Das ist ja nicht mal ÖPNV-Simulation. Schande. So, machen wir mal Licht an. Lassen mal hier die Fahrgäste hier soweit einsteigen. Und machen hier, wie gesagt, einen kleinen Kurs auf der Karte Rüblidorf. Ja, schön. Ach, wo das damals alles rauskam, das war großartig. Ich erinnere mich so gerne zurück. Das waren noch Zeiten gewesen. Gut, aber was haben wir aus? Das ist schon mal perfekt. Ja, Rüblidorf, da ist glaube ich auch nie wieder was passiert. Schade eigentlich. War wahrscheinlich bloß mal so ein Testprojekt gewesen. Was extrem gut angefangen hat eigentlich. Karte müssen wir mal testen, ob die mittlerweile im VR gut spielbar ist. Ich suche immer noch eine Karte für VR, damit wir uns zumindest mal die VR-Fahrzeuge uns ohne Probleme anschauen können. fantastisch. Was haben wir hier noch für Codes? Das ist nämlich meine alte Fisterteil, die ich damals gemacht habe für die Straßenbahn Forsthausen. Schluck auf, verdammt. Frohe Weihnachten, Verkehrsschule, Sonderfahrt, Pressefahrt, Probefahrt, Messefahrt, Fahrschule, Betriebsfahrt, Microhazard TV. Ach ja, die gute alte Zeit. Mann, das ist so lange her, Leute. Großartig.
Spielt ihr diese alten Karten noch oder sagt ihr so eher so, nee, es bringt nichts mehr, diese alten Karten hier? Weil ihr seht, es ist ja nichts hier, ne? Also fahrgästtechnisch guckst du hier so ein bisschen ins Leere. Aber ich finde halt, das kann man ja immer alles noch, könnte man immer noch alles nachpitchen. Diese ganzen Splines-Fehler hier auch, ja. So. Ja, haben wir hier auch mal ein paar Repaints wieder drauf. Leise ist aber schnell die neue. Funktioniert jetzt auch alles endlich wieder. Nachdem du teilweise mal denkst, ja, scheint du ja diesen Bug wieder eingefangen zu haben, weil irgendwie du abonnierst irgendwelche Sachen und dann zeigt er dir das gar nicht an. Aber das funktioniert. Also dadurch, dass ich die Karten jetzt selbst alle neu runterladen musste. Und das hat hier damals geruckelt und so weiter und so fort. Ey! Wie schön ist Blindsfehler drin hier. So, hier hinten haben wir schon Objekte, die gar nicht mehr angezeigt werden hier. Das ziehen wir schon gar nicht mehr. Das sind diese komischen chinesischen Container. Die kriegst du nicht mehr zum Runterladen irgendwie. Persönlich echt mau ist. Halt Nachteil immer am Workshop. Auch die Ideen wieder hier, ne? Damals bist du echt immer so auf die Suche gegangen, ne? Wie die Leute so bauen, ne? Und ich muss auch wirklich sagen, die Idee hier halt, diese Laternen hier halt ins Haus hier praktisch so reinzustellen, ne? Die ist eigentlich schon gar nicht mal so verkehrt hier. Und hier praktisch so ein bisschen zu erzeugen, dass das Haus so einen eigenen Leuchten halt. Hier mit Randsteinen und eine Laterne da mitten drin, Baustelle hier, gerade ein Haus abgerissen haben. Ah ja. Hinten einfach so Häusersplein gesetzt hier, gut, nicht durchgucken kannst. Aber wenn du mal so guckst halt, was du damals so für Gebäude hattest, weil es waren ja noch nicht allzu viele Objekte zum Release ja da. Ich weiß gar nicht, wann die Karte irgendwie rauskam. Das muss gefühlt 2 Monate später gewesen sein oder sowas, kam die Karte raus. Und wenn du halt guckst, es sind halt alles nur diese Standard-Lotus-Objekte. Ja, du hattest ja damals noch nicht wirklich viel zur Auswahl, um halt so künstlerisch halt zu bauen. Hier hast du halt die ganzen Gimmick-Splines hier, ne, die ja so ein bisschen irgendwie gefühlt nebeneinander gebaut hat, aber hier mit Tor richtig, hier so eine kleine Parkbank. Also, muss man schon sagen, also hier gehst du auf jeden Fall wieder total zurück mit der Nostalgie. Jetzt auch vorne, jetzt auch beleuchtet, guck mal hier, sogar hier hat er ein paar Laternen reingestellt, um das Ganze einfach mal so ein bisschen auszumodellieren, halt so Standardhaus halt. Aber ich kann mich das Haus auch gar nicht. Hat das so einen Eingang? Nee, das hatte doch auch gar nicht so einen Eingang gehabt.
das ist eine Garage, die er da reingestellt hat. Auch nicht schlecht. Ja, Not macht erfinderisch halt, ne? Das ist halt. Wenn du halt nichts hast, dann musst du natürlich das nehmen, was du hast halt, ne? Hier, Telefonsäule hier und alles was hier, ne? Und auch hier, was hat er hier gemacht? Ach, hier hat er einfach eine Laterne. Warte mal. Das ist doch auch wieder irgendein Objekt hier, oder? Das kommt mir nämlich tatsächlich auch nicht bekannt vor. Dieses Vordach hier mit der Laterne hier dran. Hier hat er einfach so eine Straßenbahnlaterne einfach da rangehangen, damit es dann halt dementsprechend so ausschaut halt, ne? Das sind immer so eine kleine Sachen, die mir persönlich früher nie aufgefallen sind halt so, ne? Aber wenn man sich jetzt die Karte mal so ein bisschen halt auch genauer halt anschaut, ne, dann siehst du das Ganze halt. Ja, hier hinten ist dann natürlich wieder Ende im Gelände. Hier sind schon wieder leider die Karte zu. Ja, das hat er richtig schön ausgestaltet hier mit den Parkbänken und alles sowas hier. Das Jokers hier mit den Laternen drin, dahinter dann noch die Hecke. Ja, und sonst geht's hier so ein bisschen weiter, aber ich glaube, das war's denn, ne? Mehr kam hier nicht. Genau. Mehr ist hier leider nicht verfügbar. Also war schon wirklich eine kurze Strecke gewesen, aber so diese ersten Meter hier so zu rollen, das hat damals schon mega gefetzt, ja. Kann man nicht anders sagen. Hier, wie gesagt, auch der Baumplatz hier. Und er hat schon geschafft, dass hier die Verkehrszeichen, also die Straßenschilder stehen halt, ne? Bunte Straße. Ich glaube, das kam denn auch erst. Meine, ich bin der Meinung, dass hier sogar noch mal dann ein Update kam, wo dann halt nochmal so vereinzelte Sachen nochmal verbessert wurden. Aber das war es dann halt auch tatsächlich. Also mehr ist hier wirklich ja nicht passiert auf der Karte. Schade eigentlich, weil sie fing halt so gut an hier mit dem Dörfchen hier, mit dem ganzen Gras hier und alles was. Es müsste sogar das Gras, wenn mich alles halt von BLV sein. Ja, grobig ist, dass er mir das jetzt hier anzeigt, weil normalerweise zeigt das halt immer nur schwarz an. Und dann hast du hier halt die Wendeschleife, die Waldschenke. Ja, auch hier natürlich hier das Ganze ein bisschen ausmodelliert, hier ausgestaltet, aber überall siehst du halt immer vereinzelt hier diese hässlichen Polygonfehler hier drin, ja. Aber die waren ja damals irgendwie gang und gäbe gewesen, dass du dann halt gefühlt manchmal da stundenlang dran saß, bis du diese Fehler praktisch ausgemerzt hattest. Hier auch einfach mal hier diese kleine Insel hier, wo einfach mit einem Busch drin steht. Normalerweise würde da so ein Fußgängerüberweg sein. Er klatscht hier so ein Busch, ein abgesägter Bordstein war auch schon drin, was wo viele halt schon wirklich riesen Wert drauf gelegt haben halt, dass es halt mit drin ist. Und sonst, ja, die ganzen Häuser. Genau, das sind nämlich einfach nur die normalen Standardhäuser hier. Keine Ahnung, wie der das da bei den anderen Häusern gemacht hat. Ja, sonst, ja, endet das Ganze hier. Hier auch nochmal so ein bisschen den Park hier so lang. Mit so einem Stromhäuschen hier. Parken verboten halt. Und sonst, ja, geht's hier in so ein, was auch immer, in so eine Parkanlage rein. Und hier die GCW-Objekte. Mit Beleuchtung. Ist halt auch noch dran. Hier auch einfach mal so ein bisschen, um das Ganze mal ein bisschen hübscher zu machen, hier einfach mal noch so ein paar Teerplatten hier raufgebracht. Das ist halt schon irgendwo gewisse Kick bietet. Hier, glaube ich, fehlt die Textur. Also ich sollte ja eigentlich, oder hier ist ja ursprünglich der Radweg oder sowas, was hier angedeutet ist. Ja, die Textur fehlt schon mittlerweile. Hier drinnen ist natürlich auch nicht und hier zum Beispiel fehlen auch die kompletten Straßenschilder. So sah es auch damals dann zum Release dann aus. Konntest zwar schon die Straßenschilder hinstellen, aber ja, konntest du ja damals auch noch nicht beschriften, musstest das Ganze erst skripten und alles was. Oh Mann, das ist schon mega lange her alles. Aber sonst, ja, sah so mit einer der ersten Karten hier aus und wie gesagt, die zählt aktuell zu den Top 5 ist 5. Platz hier, Rüblidorf von Florian in der Version 0.2. Könnt ihr aber gerne mal in die Kommentare posten, ob ihr sie auch mal gespielt habt oder ob euch das denn halt einfach zu langweilig war, euch mal das Ganze hier mal so anzuschauen. Dann könnt ihr das ja gerne mal in die Kommentare posten. Aber es ist halt mal immer wieder schön, mal so ein bisschen in die Erinnerung wieder so zurückzugehen, so weißt du, wie das Ganze damals ausgeschaut hat, hier in Lotus, wo halt einfach noch nichts
da war, ja, wo man das Ganze erstmal darauf hinarbeiten musste, keine Signale, ja, du hattest halt diese Standhaltestellenschilder, ja, und tja, mehr hattest du nicht, ja, und das ist halt einfach mal interessant zu überschauen, wenn du dir jetzt zum Beispiel eine Karte Sonnenburg V2 nimmst, ja, oder Twinaue oder Kleinfurt zum Beispiel, ja, wie sich die Karten mittlerweile extremst gewandelt haben, ja, mit den ganzen Details und alles sowas. Ist schon hart, das Ganze so zu sehen, aber könnt ihr gerne mal eure Meinung, wie gesagt, dazu gerne unten in die Kommentare posten, würde mich mal interessieren. Nächstes Mal geht es ja mit Platz 4 weiter, also wenn ihr das sehen wollt, unbedingt wieder einschalten, ja, wird jetzt bis Platz 1 natürlich jetzt hier immer eine Folge kommen. Und dementsprechend, ja, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und gerne auch mal eure Erinnerungen, könnt ihr gerne mal unten reinschreiben, ob ihr die Karte selbst mal getestet habt oder nicht oder doch. Oder ja, was euch zum Beispiel dann noch aufgefallen ist, was mir jetzt zum Beispiel ein bisschen entgangen ist. Dann, wie gesagt, einfach unten mit reinschreiben, würde ich mich natürlich mega drüber freuen. Und sonst sehen wir uns dann halt zum nächsten Platz wieder. Bis dann, tschüss!